Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Beziehungspsychologe und diesmal ein Videoblog zu vielen verschiedenen Themen. Heute ist mal wieder etwas, das ist so, geht ein bisschen in Richtung Hemmschies Lebensweisheiten, aber auch ein bisschen, hat aber auch was mit Beziehungen zu tun. Und zwar geht es darum, ja, Verantwortung zu übernehmen und ich wollte auch müssen was mal sagen, wenn mir das wieder so auffällt, über Verschwörungstheorien, sich davon fernhalten. Fangen vielleicht mit letzterem an. Weiß nicht so, wenn ich Langeweile habe, bin ich gerne mal so auf Twitter X unterwegs und ich habe das Gefühl, das hat wirklich seit Corona hat das nicht abgenommen, dieses, dass immer überall irgendein dunkler Plan vermutet wird. Also was jetzt war ja zum Beispiel das mit Kate hier, der Prinzessin Kate oder Catherine oder whatever. Und ja, klar, es war komisch, dass sie nicht aufgetaucht ist. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht mal und habe ja auch gesagt, Mensch, hoffentlich ist sie nicht krank. Und ja, sie ist krank, aber es hört irgendwie nicht auf. Jetzt ist wieder so, nein, auch das ist nur wieder eine Ablenkung von, wie soll sowas eine Ablenkung sein, aber von irgendwas noch Schlimmerem oder es wird wieder geguckt, ob die neuen Videos denn jetzt AI generiert sind. Also das ist wirklich verrückt. Ich habe auch mal, weil ich das immer wieder sehe auf X, diese, ich weiß nicht, gibt es das nur auf X, ich weiß es nicht, diese, die Erde ist flach, Mondlandung hat nicht stattgefunden. Ich habe mal spaßhalber geguckt bei Wikipedia, da ist wirklich der Eintrag über, hat die Mondlandung stattgefunden oder nicht, das ist wirklich länger als der eigentliche Wikipedia-Artikel. Also das kann man sich wirklich, das kann man sich echt nicht ausdenken. Und das ist, mit Corona hört das ja auch nicht auf. Das ist auch wieder, habe ich das Gefühl, wieder, nee, jetzt müssen wir das aufarbeiten und überall ist irgendwie so ein böser Plan dahinter. Also das Gefährliche daran, finde ich, ist, dass einem das in einen ganz schlechten Zustand bringt, nämlich in so einen totalen Opferzustand. Ne? Man kann eigentlich nichts machen und überall ist irgendwie, ich meine, ich finde die unsere Regierung auch total scheiße gerade, aber überall ist irgendwie so eine böse Weltregierung, die das alles lenkt und alles ganz schlimm und die werden immer nur verarscht und alle wollen uns verarschen und also das ist eine, weil letzten Endes weiß man es natürlich nicht, aber das ist ein wahnsinnig psychologisch ungünstiger Lebenszustand. Ne? Also was mir dabei auch immer auffällt, ist dieser verzweifelte Verwunsch, so Recht zu haben irgendwie. Ne? Also das finde ich auch immer, da spüre ich auch immer viel Ego dahinter, aber ich kann ja für mich irgendwie denken, meinetwegen, was weiß ich, die Erde wird begrenzt vom Eiswall und ist flach und was weiß ich, was alles. Das kann ich ja für mich meinetwegen denken, aber warum muss ich unbedingt andere davon überzeugen? Warum kann ich das nicht für mich denken? Warum muss ich unbedingt völlig irrsinnige Kanäle aufmachen, die das versuchen zu belegen? Und das ist so ein Ego-Ding, dass ich immer will, dass andere das auch denken, was ich denke und vor allen Dingen, dass ich in so einer, im Besitz von so einer besonderen Wahrheit bin. Also ich habe es durchschaut, das ist auch bei diesen Covid-Sachen immer, ne? Ich habe es durchschaut, aber die anderen haben es überhaupt, die anderen sind dumm, sind einfach nur dumm und blöd und haben es nicht durchschaut, aber ich habe die Wahrheit herausgefunden und dann kriegt man auch so einen Bias, dass man alles, was man dann sieht, wird dann, also so ein Confirmation Bias nennt man das, ne? Alles, was man dann sieht, dann, ja, siehst du, ich habe recht, ne? Also ich finde es besser, wir wissen natürlich, in letzter Konsequenz ist die Welt immer so eine gewisse Blackbox, aber ich finde es besser, so eine Haltung zu haben von, ja egal, ich lebe mein Leben, ich versuche meine Blase hier, versuche ich mir möglichst geil zu manifestieren, ist ja schon schwierig genug. Und und Sachen, die ich nicht, die jetzt nicht direkt in meiner Umgebung stattfinden, die ich eh nicht beeinflussen kann, sage ich mal, ja, das interessiert mich jetzt nicht, ne? Ja, es ich meine, mir persönlich, ich gehe davon aus, dass die Mondlandung stattgefunden hat, aber letzter Konsequenz ist es mir auch drecksegal. Es ist mir einfach scheißegal. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Gar nichts irgendwie, ne? Deswegen, da muss man echt manchmal gucken, dass man so ein bisschen sein Ego im Griff behält. Wo du dich ständig als Opfer fühlst. Und wenn du dich als Opfer fühlst, strahlst du eine gewisse Energie aus, die auch das ein Stück weit manchmal wahr werden lässt, ne? Dass man irgendwie auch in blöde Situationen gerät, ne? Weil was wir so denken und glauben, das ziehen wir auch gerne mal an. Ne? Deswegen halte ich halte das wirklich für psychologisch absolut schlecht und man sollte sich dem wirklich nicht hingeben. Also natürlich, weiß ich nicht, lügen manchmal Menschen oder keine Ahnung, oder
ich kann es auch ein bisschen verstehen, jetzt mit künstlicher Intelligenz stellt man sowieso natürlich zunehmend Sachen in Frage, weil man, wir werden ja zu so einem Punkt kommen, wo man ja Fotos vielleicht wirklich nicht mehr glauben kann, das muss schon alles sein. Trotzdem immer davon auszugehen, dass man überall, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein dunkler Plan dahinter. Also erstmal, wie gesagt, ist glaube ich von so einem Manifestationsstandpunkt her nicht so optimal irgendwie. Und es ist einfach psychologisch, das kann man auch, das gilt sogar für Tiere, also das kann man wirklich durch Forschung hinreichend belegen oder ist auch belegt worden, dass so eine Haltung von, ich habe so keine Kontrolle, ne, über die Welt und ich kann da nichts zu beitragen und alles passiert mir nur und überall, weiß ich nicht, bin ich wie so eine Fliege, die gleich totgeklatscht wird, so ungefähr, macht ein Lebensgefühl, wo man auch nicht viel auf die Kette kriegt irgendwie, ne, weil man so eine, ja, man nennt das immer so erlernte Hilflosigkeit, ich kann ja eh nichts machen. Mir fällt gerade der eine Begriff nicht ein. Gibt es so einen Begriff in der Psychologie, dass dieses Gefühl, ich kann was reißen, ne? Selbstwirksamkeit, genau, ich kann irgendwie, also mit meinen Fähigkeiten kann ich irgendwas reißen. Das ist halt sowohl psychologisch als auch unter so einem Aspekt von Manifestationssachen ist das wirklich wichtig, dass man dran glaubt, dass du was erreichen kannst, sonst ist es auch wahnsinnig schwer, sich irgendwas Vernünftiges zu manifestieren. Wo wir gerade beim Thema sind, wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, heute 1. April, großer Start wieder von meinen zeitbasierten Kursen, nämlich heute startet nämlich die Manifestations-Challenge, ewiger Klassiker, auch die Selbstliebe-Challenge, auch für Neuansteiger ein super Programm und die Anti-Drama-Challenge, weil ich würde ja mal behaupten, also ich habe da auch ein Problem mit, oder gehabt zumindest, aber ich glaube, es ist manchmal immer noch ein bisschen diese Dramasucht, ist auch irgendwas, was einen wirklich leicht so in toxische Beziehungen treibt. Also wenn du das mal angehen willst, könnte mir vorstellen, dass es für viele was Gutes ist. Schau mal rein. Ansonsten, was da sonst gerade noch so läuft, habe ich ja gestern erzählt mit Umprogrammierungs-Liebeschips, Jubiläumspreise. Genau, guck einfach mal auf meiner Website vorbei. Genau, und das ist eben auch für Beziehungen, glaube ich, eine wichtige Haltung. Ich würde euch mal folgenden Gedanken mitgeben, einfach mal zu überlegen, egal wie beschissen eure letzte Beziehung war, mal diesen Gedanken mal durchzuspielen. Ich übernehme, also natürlich nur deine eigene, du kannst nicht für jemand anders die Antwort übernehmen, aber ich übernehme meine Verantwortung für diese Beziehung, egal wie beschissen die war, egal wie sehr ich verarscht worden bin, das mache ich ja alles sein, ne? Manipuliert worden bin, was weiß ich, mit dem eine Millionsten Narzissten zusammen war oder alle sind Narzissten oder ich weiß nicht was ich gern denken möchte. Lass das mal außen vor und überlege mal, nein, ich übernehme, was ich hier gemacht habe, hundertprozentige Verantwortung. Und dann guck mal, was dein Gehirn für Lösungen findet, weil dann kommst du zu Gedanken wie, also es geht natürlich nicht um Schuld, es geht nie um Schuld, ne? Es geht nur um Verantwortung. Dann kommt man zu Gedanken wie, ja, warum suche ich die eigentlich immer aus, ne? Warum finde ich die so spannend? Warum bin ich nicht früher rausgegangen? Warum höre ich nicht, das ist ja einer der größten Punkte immer wieder, mein Konzept von Standards und D-Rack haben, glaube ich, viele verstanden, aber es wird nicht umgesetzt. Ne? Warum setze ich das nicht um? Warum mache ich nicht, was der Olle im Schema sagt? Warum, wenn D-Racker passiert, dass ich sofort rausgehe? Ne? Also dann kommt man zu den wichtigen Fragen, wenn du halt diesen Vorlauf hast von, ich übernehme die volle Verantwortung, ne, für meinen Teil. So, ne? Und das ist ein sehr selbstermächtigender Prozess, der wirklich unglaublich wertvoll sein kann, während so ein Prozess wie, das ist auch so eine Art Verschwörungstheorie, finde ich, alle sind Narzissten, alle Männer sind Narzissten, alle Frauen sind borderline, alle sind crazy, alle sind verrückt. Ich kann es ja verstehen, ich finde die Welt manchmal auch ziemlich verrückt, aber ich versuche mich da auch mal wieder zur Ordnung zu rufen und ja, das ist eigentlich doch alles ganz okay ist hier so im Großen und Ganzen, um positiv in die Zukunft zu gucken. Ich glaube, das ist einfach ein schöneres Lebensgefühl, gerade was Beziehungen angeht auch, als immer wieder, das ist auch eine Art Opferdenken, ne? Das sind immer alles, alles immer die anderen, alle sind immer schuld und das ist not a good place to be, wirklich nicht, ne? Ja, das ist mal die kleine Oster- und Montagsbotschaft heute. Wenn du Fragen an mich hast, für die Neuen vielleicht gibt es so ein Formular auf liebische.de. Abonniert auch gerne meinen Newsletter, da gibt es auch ein paar Goodies. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Rest Ostern und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ja, hallo, ihr Lieben. Christian Schumacher. Ich wünsche euch erstmal schöne Ostern. Wir waren hier schön in Österreich. Bisschen stürmisch, aber sonst
Ganz nice. Gut, mal wieder, erstaunlicherweise hätte ich mit gerechnet, mal wieder Snowboard fahren. Trotz angedätschtem Fuß. Naja, scheinbar braucht man keinen Fuß. Genau, heute mal ein ganz cooles Thema, nämlich, ja, können auch so Freundschaften, Bekanntschaften so diese gleichen Signatur haben, wie so toxische Beziehungen, so, dass man sich da so heiß-kaltmäßig verstrickt, dass es Lovebombing gibt. Und, genau, gibt immer noch mal ein neues Büchlein hier für, wenn du aus Kurzzeitbeziehung, Langzeitbeziehung machen willst. Bei mir auf der Webseite, auch mit einer Kombo mit dem People-Pleaser-Kurs und ganz normal bei Amazon als E-Book und E-Book und Printbook, genau. Und wir haben immer noch unsere Osterjubiläumsaktion. Vielen Dank für 10.000 verkaufte Modul 1 Umprägung aus Liebeschips und den dazugehörigen Kurs 2. Deshalb haue ich die begrenzte Menge zum alten Preis raus, was quasi 50% weniger ist als danke auch an euch. Gute Gelegenheit, besser wird es glaube ich nicht, da mal einzusteigen. Genau, dürften auch bald vertickert sein, die restlichen. So, aber jetzt kommen wir mal zu dieser E-Mail. Und zwar schreibt Landetipfluffkula: Hallo lieber Christian, eine kurze Frage. Gibt es auch nicht toxisches Lovebombing? Naja, also natürlich gibt es, ich meine, wenn man sich verliebt zum Beispiel, natürlich ist man dann nett und sagt nette Sachen über den. Aber Lovebombing hat natürlich immer diese negative Konnotation von irgendwie sowas Manipulativen. Meiner Ansicht nach kann es, das kann ich auch gleich jetzt schon sagen, kann es sowas überall geben. Also Sekten machen das auch sehr gerne. Das kannst du im Geschäftskontext haben. Das kannst du auch unter Freundschaften haben. Hier ist, glaube ich, eine sehr spezielle Geschichte. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ja, gucken wir uns das mal weiter an. Insofern ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, aber es gehört zu diesen, übrigens auch in meinem Modul 1, zu den großen 6 ätzenden Verhaltensweisen, wie Schuldumkehr, Gaslighting, Fast Forwarding und diese ganzen Sachen, ist eben auch Lovebombing. Eine davon ist nicht unbedingt, man kann sich darüber streiten, ob es die Schlimmste ist. Wie gesagt, warum machen Sekten das alle, ne? Wenn Leute da reinkommen, werden die erstmal gelovebombt. Weil es funktioniert, ne? Vor allem, wenn man selber leere Eimer hat, funktioniert das hervorragend, ne? Ich habe das in einer Freundschaft erlebt. Ich hatte ziemlich leere Kindeimer und bin als freiwillige Mitarbeiterin an eine alternative Schule gegangen, in der Kinder gewaltfrei und bedürfnisorientiert behandelt werden. Würde mich jetzt mal interessieren, was das eigentlich genau heißen soll. Wollen wir mal von ausgehen, dass Kinder gewaltfrei erzogen werden, aber bedürfnisorientiert ist auch immer, aber gut, ich will das Thema jetzt nicht aufsprengen hier. Ich habe immer so meine Frage, ob kommt aufs Alter an, ne? Ab welchem. Na, okay, ist was anderes. Ich lasse das einfach mal. Gut. Aber übrigens immer noch da. Meine Eimer sind inzwischen voller, durch mich selbst gefüllt. Die betreffende Freundin hat dort gearbeitet und ich habe sofort angedockt, weil sie mich so unglaublich lieb, verständnisvoll und emotional begleitend war. Ich habe mich von ihr bei allem, was ich erzählte, nicht bewertet gefühlt, sondern immer gesehen und verstanden. Das ist erstmal was Schönes, ne? Aber offensichtlich kam dir irgendwas oft vor und dann ist es auch meistens oft. Erst war sie meine Mentorin. In dieser Rolle war das okay und ich habe sie total bewundert und idealisiert am Anfang. Also ihr seht jetzt schon die gleichen, also allein diese ganze E-Mail geht genauso los wie in Beziehungen, ne? So, ne? Das haben wir schon, die Idealisierung hier. Sie hat mir nach recht kurzer Zeit einmal gesagt, wie gern sie mich hat, mich in ihren Freundeskreis eingeladen. Sie hat mir Dinge gesagt wie, du hast es in kurzer Zeit geschafft, unter die 10 Menschen zu kommen, die ich am meisten liebe. Ja, im Dating wäre das jetzt, ich habe zwar schon 7877 Frauen gedatet, aber du bist was ganz Besonderes. Ist exakt das gleiche Strickmuster, ne? Weil es nicht heißt, dass sie es jetzt nicht so meint, ne? Aber ja, sie hat mir insgesamt sehr oft gesagt, dass sie mich liebt. Das ist schon awkward, sorry. Wie toll ich bin und mich einmal, als wir unterwegs und betrogen waren, innig umarmt und gesagt, sie mag auch die anderen im Team, aber mich würde sie am meisten lieben. Also es ist jetzt nicht unbedingt in Deutschland üblich, unter Freunden zu sagen, dass man sich, weil ihr seid ja noch nicht, also seid ihr jetzt schon befreundet, also nicht unbedingt üblich, dass man sagt, dass man sich liebt. Kann man natürlich machen, aber dann ist es schon sicherlich eine sehr enge Freundschaft. Habt ihr die hier? Ich glaube nicht. Ist es jetzt böse oder so? Nein, aber es ist irgendwie, hat einen komischen Vibe, ne? Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht.
Könnt ihr mir vorstellen, dass die so ein bisschen queer unterwegs ist, dass sie vielleicht doch irgendwie auf dich romantisch steht auch, auch wenn du das, glaube ich, später mal noch abtust hier, aber naja. Sie sagte auch, dass es gar nicht einfach sei, jemanden so zu lieben. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Als Randnotiz, ich bin nicht lesbisch und auch nicht, sie auch nicht. Wie wir ja wissen, gibt es da ja einen breiten Graubereich, sag ich mal. Ne? Sie ist in einer Beziehung mit einem Mann und ich interessiere mich sexuell und romantisch für Männer. Ja, also bei dir ist das ja klar jetzt, aber bei ihr war ich mir jetzt nicht so sicher. Trotzdem hat es in mir extreme Schmetterlinge ausgelöst. Ja, und Schmetterlinge ist ein Zeichen, ich weiß, das wird immer so gewertet als große Verliebtheitssymptom, ist es sicherlich auch, aber es ist vor allen Dingen Angst. Das ist ein Angstsymptom, ne? Dieses, und das, was wir so im Verliebtheitskontext deuten als, wow, ich bin total verliebt, aber es ist eine Angst, dass der andere nicht zurückliebt, dass es doch nicht funktioniert, dass man jetzt verliebt ist und der andere aber nicht. Das ist eigentlich eine Angst, ne? Wird in toxischen Zusammenhängen, spielt das immer eine Riesenrolle, weil man immer denkt, oh, ich bin so verliebt. Nee, man hat so eine Angst irgendwie, ne? Dass irgendwas faul ist oder irgendwas schief läuft oder dass man heiß-kalt behandelt wird, was sicherlich jetzt bald losgeht. Ich wollte jeden Tag in ihrer Nähe sein, ihre körperliche Nähe hat mich sofort wie eingehüllt und beruhigt und ich habe immer gefürchtet, ich habe was Falsches gesagt, wenn sie mir auf Nachrichten nicht geantwortet hat. Ich war total auf sie fixiert. Also auf jeden Fall nichts Gesundes hier. Und es braucht natürlich auch in dir einen entsprechenden Ankerpunkt, ne, wo du drauf anspringst. So, ne? Also vielleicht hast du das zu wenig gehört in deiner Kindheit. Das müsstest du jetzt mal gucken. Aber klar, es gibt halt bei dir auch eine Anfälligkeit so dafür. Und das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Also dass man, obwohl man jetzt, vielleicht sie auch nicht, ob ihr bist ihr beide nicht lesbisch seid, nicht queer seid, trotzdem diese Dynamiken, diese Heiß-Kalt-Dynamiken, die es da irgendwo geben muss, sonst würdest du nicht so addicted reagieren, dass die so sich so ausspielen, dass man das selbst, ja, obwohl man es eigentlich jetzt, soll ich mal sagen, diese fast schon diese verliebten Gefühle hat, obwohl man eigentlich sagt, mein Gott, nee, ich stehe überhaupt nicht auf Frauen. Ja, okay. Also eigentlich alles klassisch, liebessüchtig, verlustängstig, pluswohlig. Und damit nichts Gutes. Da gibt's, wie gesagt, meine Definition von toxisch ist, man wird liebessüchtig. Aus meiner Definition, selbst wenn die Frau jetzt nichts offensichtlich Falsches gemacht hat, ist sie für dich, ist das für dich eine toxische, also in meiner Definition ist es eine toxische Freundschaftsbeziehung, ne? Warum? Weil du liebessüchtig bist, ne? Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also wenn diese Freundin wirklich, ich meine, das wissen wir alle aus nicht heterosexuell, sondern aus romantischen Kontexten, können natürlich auch homosexuell sein, wissen wir alle, wie soll ich das mal sagen? Also, dass wenn sowas passiert, dass da, dass wir da nicht von Bindungssicherheit reden können, sonst wäre man nicht liebessüchtig, ne? Das heißt, da ist irgendwas in dir, aber auch in ihr muss es dann, ach genau, das wollte ich, habe im Fahren verloren, das wollte ich sagen, dass es Menschen gibt, die, und das sind nicht unbedingt immer die gesündesten, die so eine total krasse Ausstrahlung haben, die einen total reinziehen, wie so ein Sog irgendwie, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es da, dass sie da eventuell irgendwie speziell aufgestellt ist, aber gut, wir wissen es natürlich nicht, ne? Irgendwas tickt da zwischen euch, das ist irgendeine Wundenanziehung zwischen euch, die, und die ist nicht, meiner Ansicht nach nicht gut, ne? Vielleicht hast du auch so eine Mami-Übertragung auf sie oder so. Also irgendwas ist da irgendwie schräg, ne? Also Wundenanziehung ist vielleicht, aber der muss auch bei ihr eine Wunde sein, ne? So eben halt, weil mein inneres Kind so angetriggert war. Auch durch das Setting, sie ist auch noch, hat auch noch so einen beratenden Beruf. Ja. Das kann natürlich dieses, also du behandelst sie ja eigentlich wie so eine positive Mami, die nicht weglaufen darf. Das kann das natürlich noch weiter verstärken. Ne? Zum Glück gab es einen erwachsenen Teil in mir, der das
mit dir immer irgendwie besprechen konnte, fiel er teilweise plötzlich abweisen. Das war halt, da haben wir das Hot and Cold. Ich dachte, wann kommst du denn endlich? Weil ohne Hot and Cold wird man nicht liebessüchtig, ne? Plötzlich abweisendes Verhalten hat sie immer eine schlüssige Erklärung. Abwesend, eigener Stress, Ungeduld. Ja, aber das ist das Gleiche wie in Beziehung, sorry, ne? Also sie handelt jetzt immer so will, handelt sie jetzt bindungsvermeidend. Also erst zieht sie dich rein in die Bindung und dann sagt sie, oh, nee, jetzt komm mir bloß nicht zu nah und ja. Wobei ihre Worte auch mit ihrer Körpersprache übereinstimmen. Ich habe in diesen Momenten tatsächlich gefühlt, dass sie total ehrlich zu mir ist. Ich wäre vielleicht, vielleicht habe ich einfach schon zu viele E-Mails gelesen dieser Art. Ich wäre einfach immer ein bisschen vorsichtig, Leuten immer nur so die edelsten Motive zu unterstellen und dass sie total gesund sind, alles prima. Also ich wäre da ein bisschen, vor allem wenn sowas passiert, kann man, glaube ich, eine gewisse Skepsis haben, so, ne? Aber natürlich muss man auch sagen, wie gesagt, du hast da auch Anziehungspunkte, ne? Dass sich das so, also für deine eigenen Gefühle bist du natürlich auch ein Stück weit verantwortlich, ne? Ist klar. Diese Liebe wirklich fühlt und mich das einfach spüren lassen will. Ja, ich weiß nicht, also ich kriege ja auch so, ich meine, du hast mir ja auch geschrieben, ich muss sagen, ich kriege auch so einen komischen Vibe, das ist irgendwas irgendwie vielleicht doch nicht so geerdet und vielleicht doch nicht so unmanipulativ ist, wie du das wahrnimmst, ich weiß es nicht. Das muss jetzt nicht heißen, dass sie irgendwie, das kann auch einfach so eine Art sein, wie sie ist, ne? Aber ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie off, ne? Wenn sie sich dann meines Erachtens nach inkohärent verhalten hat, nicht antworten, obwohl ich es doch so speziell bin, ja, das hast du dann hot and cold, ne? Hab ich allerdings sofort wieder gezweifelt. Insgesamt hat sich nach vielen ehrlichen Gesprächen, unzähliger Versicherungen, dass sie mich wirklich mag, verlässlicher Kommunikation, Ehrlichkeit beiderseits normalisiert. Okay. Außerdem habe ich im letzten Jahr durch andere toxische Situationen wirklich gelernt, für mich selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und radikaler zu sein. Ich reagiere nicht mehr so stark. Ich kann inzwischen wirklich eine unabhängige, schöne Liebe zu ihr spüren und kann auch meistens glauben, dass dieser erwidert wird. Ich kenne sie inzwischen besser und weiß, dass sie ein bisschen ein Komm-her-geh-weg-Thema generell in sich trägt und selber im inneren Konflikt ist. Gut, das ist ja jetzt eine ganz erwachsene Sichtweise, ne? Ein Teil von ihr kann mit viel Nähe und sie will auch und ein anderer kann dann doch nicht. Ja, ich denke, sie hat, vielleicht hat sie so ein, auch so ein inkohärentes Bindungsmuster, ne? Vielleicht hat sie, gibt es ja Menschen, die beides haben, ne? Verlustangst und Bindungs, also die immer wieder reingehen, rausgehen und wie gesagt, das macht einen leicht liebessüchtig und ist nicht immer das Gesündeste unbedingt, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Begriffe sind, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Das ist auf jeden Fall nicht bindungssicher, ne? Das muss ich ganz klar sagen, ne? Sie kann nur freiwillig und sobald auch nur ein kleiner Druck von außen spürt, den ich sicherlich so übermittelt habe, kann sie nicht mehr im Lockup. Ist das nicht das Gleiche wie in diesen Beziehungen? Darauf reagiere ich mit meinen leeren Eimern und meiner Verlustangst stark. Das herauszufinden hat allerdings sehr geholfen. Meine Frage ist nun, da ich sie insgesamt wirklich nicht als toxisch empfinde, ja, toxisch. Ich sage ja auch nicht, dass man, ich meine, manchmal kann man darüber nachdenken, aber wenn man so manche Menschen sieht, aber finde ich, dass Menschen an sich toxisch sind, sondern das Verhalten, ne, oder das Setting ist toxisch, ne? Und dazu gehören natürlich zwei, es gehört ein Pluspol und ein Minuspol dazu. Und ja, also ich würde mich aus sowas fernhalten. Aber ich bin auch wirklich extrem, also meine Lebensrealitäten haben mich sehr extrem werden lassen. Deswegen, wenn du damit klarkommst, ist ja alles wunderbar. Aber ich hätte keine Lust, mich ewig so antriggern zu lassen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so höre, das ist natürlich nur eine kurze Mail, hätte ich ein gewisses Misstrauen dieser Person gegenüber. Aber ich will dir das jetzt nicht einreden. Also mach, was du meinst. Aber stell sie nicht auf den Podest als so völlig unproblematisch und vor allen Dingen für dich nicht unproblematisch, ne? Natürlich kannst du da was dran lernen und kannst sagen, hey, wir arbeiten zusammen. Du kannst ja auch versuchen, aus dieser Übertragung irgendwie, die du da scheinbar auf sie hast, zu entlassen. Du kannst auch sagen, hey, musst du gar nicht mit ihr besprechen. Kannst sagen, ich entlasse dich aus der Mami-Rolle.
Das kann man sich selbst auch sagen. Weil irgendwas ist, da verhakt sich da so ein bisschen, ne? So. So sieht sie ihren Wortschild, verlässlich ist, in stabilen Beziehungen und Gruppen unterwegs. Also letztlich, du weißt es nicht. Ich glaube nicht, dass du ihr ganzes Leben kennst. So, ne? Und wir sehen hier ein Heiß-Galt-Verhalten. Wird sie das nur bei dir haben? Ich glaube nicht, ne? So, eine Sicherheit und emotionale Stabilität ausstrahlt. Ich finde, kann das sein, dass du immer noch ein bisschen auf dem Podest hebst, so. Auf der anderen Seite aber eben dieses Nähe-Distanz-Thema hat und dass ich am Anfang schon als Lovebombing empfunden habe, beziehungsweise so liebesüchtig reagiert habe. War das nun Lovebombing? Ich würde sagen, ja. Das heißt ja nicht, dass das bewusst ist oder intentional ist, sondern es kann genauso eine Kindheitsstrategie sein wie bei dir, ne? Dass du so, oh Gott, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin, muss geliebt werden. Hast du ja auch schon richtig identifiziert, das ist auch eine kindliche Strategie, weil euer Erwachsenen, ich könnte jeweils sagen, pff, dann liebt es mich eben nicht. Ja. Also im Erwachsenen, ich hängst du nicht so an Personen, ne? Weil du weißt, als im Erwachsenen, ich weißt du immer, ich komme alleine klar, ne? Also das glaubst schon, dass ich das so, eure so bestimmte kindliche Strategien vielleicht so verhakt haben, die sie aber auch hat, so, ne? Oder kann man auch auf gesundere, sichere Menschen, die einen einfach lieben und einem das sagen mit seinen leeren Eimern, so toxisch und liebesüchtig reagieren? Meine Antwort, aber wird vielleicht jemand etwas anderes sagen, aber meine Antwort, ganz klar, nein. Das wird meiner Ansicht nach, wenn jemand wirklich bindungssicher ist, erstmal macht er keinen, in der Regel macht er kein Lovebombing, weil bindungssicher ist ein bisschen kühler, als man sich das immer so vorstellt. Und er macht vor allem kein Hot and Cold. Wozu? Ja, das ist gerade eben nicht bindungssicher. Und meiner Ansicht nach ist, dass dieser innere Kind-Modus mit bindungssicheren Menschen eben nicht anspringt oder kaum anspringt. So, ne? Also ganz im Gegenteil, scheint sie ja, wirkt auf mich ja so, als wenn sie so ist wie Bezugsperson aus deinem Leben. Und wie gesagt, dass das so eine Wundenanziehung ist. Aber nee, das muss ich ganz klar verneinen. Ne? Liegt es dann an einem selber? Nee, also ihr führt diesen typischen Tanz aus, mit dem, jeder hat seine zugewiesene Rolle, ne? Das ist wie, was weiß ich, wie Batman und Robin irgendwie, ne? Oder also jeder hat seine Rolle, ne? Und ohne Batman gibt es eben keinen Robin und ohne Robin gibt es keinen Batman, so, ne? Oder ohne, was gibt's, vielleicht gibt es noch bessere Beispiele, ohne fällt jetzt immer ein, dick und doof, aber das passt hier überhaupt nicht. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Irgendwie ist es, ihr seid halt so ein, ihr spielt so ein Stück auf. Ist wie Romeo und Julia. Also es geht nur, das Stück gibt es nur mit Romeo und Julia, so, ne? Und wenn du einen dabei wegnimmst, dann funktioniert es eben nicht mehr. Insofern hat jeder seinen Anteil, aber sie eben auch, ne? So. Würde mich so, ich hoffe, es war nicht zu lang, würde mich über eine Antwort freuen, da mich diese Beziehung nach wie vor beschäftigt und ich noch nicht ganz durch mit dem Idealisieren. Das merkt man. Aber alles gut. Das ist alles nur, das ganze Leben ist eine Reise, ne? Verrückt, 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 verrückt. Gut. Ich hoffe, ihr habt sonst noch ein schönes Ostern. Wenn es noch Bedarf gibt nach einem Live oder so, schreibt es mir gerne rein. Ich bin auf jeden Fall ganz happy. Ich hätte nie gedacht, muss ich echt sagen, aber ich habe echt versucht, da auch positiv ranzugehen, dass ich mit meinem Fuß, der von meinem Bänderriss eigentlich immer noch andauernd wehtut, dass ich damit wirklich praktisch, ich meine, ich habe zwar noch so ein Kopfding gehabt, aber ich konnte echt normal Snowboard fahren. Ich kann das gar nicht fassen. Ne? Verrückt. Es ist immer alles möglich. Ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, nutzt die Angebote und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.